Ja, der dritte Punkt ist die Sicherheit. Also du musst dich sicher fühlen, um glücklich zu sein. Wenn du dich unsicher fühlst, ja, dann ist es einfach schwierig, glücklich zu sein. Wenn du ständig die Angst hast, dass dein Leben bedroht ist, dann ist es schwierig, glücklich zu sein. Ich glaube, dass das im Moment auch so ein Thema ist, dass viele Menschen sich nicht glücklich fühlen, weil im Moment so viel Unsicherheit herrscht. Ja, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ja, es gibt ständig neue Regelungen. Es herrscht keine Klarheit, es herrscht viel Unsicherheit und das macht die Menschen einfach nicht glücklich. Ja, das heißt, Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema. In Bezug auf Tobias Beck, ich denke, er fühlt sich auf jeden Fall sicher, weil er jetzt eben nicht mehr bedroht wird. Er ist in keiner Sekte, die ihn wirklich körperlich bedrohen oder auch mit Worten, mit Drohungen. Ne? Also er fühlt sich mit Sicherheit jetzt sicherer als vorher. Und ja, er hat einen Schlafplatz, er wohnt nicht in einem Kriegsgebiet, er muss keine Angst um sein körperliches Wohlbefinden haben. Und das ist eben auch ein Punkt, der glücklich macht.